So, Weizenfarm, da fehlen es auch wieder Leutchen. Wo war denn noch, wo das noch so klemmte? Weizenfarm, da fehlen es überall Leutchen. Schneiderei? Null? Ach, das sind die Weggelaufenen, ne? Die ganz traurigen. Hier einfach mal auf. Thomas, du musst unbedingt hier, ne? Mit der scharfen Schere umgehen. Hat sonst keinen Zweck. So krieg, anders kriegen wir das nicht hin. Damit wir hier die Klamotten rankriegen. 10. 10 Klamotten haben wir schon. 24 Brote, 98 Weizen. Mehl, das geht so langsam nach oben. Das geht langsam nach oben. Ich hoffe, das hier auch. Allgemeine Zufriedenheit plus 0,0. Wie kriegen wir das denn hin? Ich glaube, da. Ach, stimmt ja. Das ist unser Vogt, glaube ich, ne? Wenn wir da den richtigen Vogt wieder zu fassen haben, dann können wir den ja auch sagen, ne? Auf Glück oder auf, keine Ahnung. Auf Zufriedenheit und sowas, ne? So, Köhler. Da laufen, da arbeiten zwei. Sehr gut. Was ist hier los? Stopp. Mein Arbeitsplatz ist vollgestopft. Mein Arbeitsplatz. Stonecutter. Wieso hat sie es vollgestopft? Was ist denn da vollgestopft? Was ist da vollgestopft? Ich bereite mich auf die Arbeit vor. 250. Was ist hier das Problem? Was ist das Problem? 101 Steine. Ich glaube, die wissen nicht, wohin damit. Die wissen nicht, wohin damit dem Krams. Was machen wir denn hier? Steine. Können wir auch Steine verkaufen? Steine, wer möchte Steine? Wir haben ganz, ganz tolle Steine hier zu kaufen. Ganz schnickel hier. Steine, Steine. Keiner will Steine haben. Keiner will unsere Steine haben. Dann nehmen wir mal ein paar Leute raus, ne? Ich glaube, dann nehmen wir mal ein paar Leute raus. Zwei, dann mal drei Leute raus. So. Aber ich weiß gar nicht, was diese Warnung soll. Ich finde es sowieso komisch. Im Lager, ne? Da hast du nur 50 Platz. Für 50, keine Ahnung, Steine oder irgendwas. Und bei dem Läden, da liegen mal locker 50 oder locker 200 Bretter rum. Hier 82 Bretter haben wir hier. Was haben wir hier? 54 Bo. Nee, was ist das denn? Das Sägewerk. Ach ja, das Sägewerk. Nee, 82 Bretter liegen da rum. Richtig. Was ist das hier im Wohnhaus? Ach hier, nee. Das hier ist der 100 Steine. Da hat er mal kurz 100 Steine rumfliegen. Zwei Klamotten. Gut, die Klamotten, die reißen den Jungs hier aus den Fingern, ne? Also das ist ja nicht das, was da rumliegt, ne? So. Was haben wir hier noch so rumfliegen? 10. 3. Okay, das wird nicht großartig da rumliegen. Das wird schnell mal verbraucht. 12 Brote liegen hier nämlich rum. Was haben wir hier? Nix. Und dort? 4. Die naschen doch heimlich. Hör mir doch auf. So, die Wolle wird auch gleich abtransportiert. Die bleibt sowieso nicht liegen. 5. Ist hier noch irgendwas? 7 Werkzeuge. 7 Werkzeuge haben wir. Wir haben 37 Werkzeuge. Wenn das besser wird. Hier. 99. Eisenerz. Wir hatten doch da mal mehr drin. Da haben wir doch mal mehr drin. Wesentlich mehr. Da fehlt es das an Kohle. Was ist mit der Kohle los? 8 Kohle sind da und da sind 3. Das muss auch irgendwie zu uns gelangen, normalerweise, ne? 43 Steine liegen hier rum. Eieiei, ich weiß echt nicht, wohin da mit dem Kram. Wir müssen uns echt mal drauf irgendwann mal, wie gesagt, die, wir müssen die echt bauen, das Kloster. Aber so ein Kloster baut man doch normalerweise auf dem Berg, ne? Wenn wir das Kloster hier oben auf dem Berg bauen, hier oben rauf. Gegenüber von Schloss Sonnenschein? Hier das Kloster rauf? Das wäre doch mal ein Martyrium, ne? Ah, ich weiß nicht. Auf dem Berg oder eher so hier in die. Hier ist auch so ein bisschen hügelig, ne? Aber das gehört auch nicht uns. Das ist mehr so hier, das ist unser, ne? Man könnte natürlich auch ein Kloster hier so hinbauen. In dem Bereich, dicht bei der Kirche sozusagen.
Ich weiß auch nicht, wie groß das sein muss. Oh, ich bin mal gespannt. Ich glaube, das machen wir bald. Also bauen können wir das ja auf jeden Fall. Also planen können wir das auf jeden Fall. So, zwei neue Dorfbewohner. Boah. So, Problem ist jetzt aber 1, 2, 3, 4. 3 Arbeitslose. Das werden wir auch schon irgendwie regeln. 3 Arbeitslose. So, 47. Lass uns mal ach, ich möchte, wie gesagt, die Farm möchte ich ja irgendwo gerne wegnehmen, ne? Aber andersrum, andersrum auch irgendwie nicht. Das Problem ist nur, ich kann nicht sehen, wie weit die das hier benutzen. Wie weit gehen die raus? Mal sehen, wie weit macht er das? Wie weit machst du das hier, mein Freund? Aha, hier wird mal fix ausgesät. Aha. Der rennt bis dahin. Leute, ihr müsst den Kram auch ernten. Guck mal, wie viel da rumliegt. Das wird auch alles gammelig. Ja, auf jeden Fall reißen wir uns den Kram hier aus den Fingern. Das ist schon mal sicher. Wie gesagt, ich möchte am liebsten den Bauern hier rausholen. Aber die Weizenfarm hier aus dem Ort raus haben. Wie weit können wir denn hier noch? Das ist alles unser. Wir könnten theoretisch hier hinten noch eine hinbauen. Ob die was bringt, weiß ich jetzt nicht. Landwirtschaft? Wir landwirtschaften mal hier hinten rum. Alles, was so irgendwie geht, ne? Oh, ein Gesandter aus dem hast du nicht gesehen. Audienz, hier, ne? Unsere Kriegsflotte möchte wieder unterwegs. Da ist er. Die Rothaube. Hi Kumpel, was hast du denn? Der Krieg kommt, wir sind bereit und werden. Hast du nicht gesehen? Das haben wir doch schon alles gelesen, gehört, getan. Ich werde meine Truppen sofort einsetzen. Was gibt's dafür denn? 1000 Gold. 20. Oh hier, schnapp es. Nehmen wir. 5 Soldaten. Aufbau öffnen. So hier, Fuchs. Wir müssen loslegen hier. Das war mal auch zugewiesen. Grace und der Harry. Und was haben wir? Die nehmen wir von oben weg, ne? Philipp, Viktore. Jetzt haben wir hier noch nicht die Namen, ne? Ach hier. 1789. Die war auch gut. Oder ja, wie auch immer. Die senden wir. Gruppieren sich neu. Die, ne? Und jetzt geht es gleich los. Wo sind sie denn? Die gruppieren sich. Sind die schon auf dem Weg? Sind die schon los? Nee, noch nicht. Die gruppieren sich noch. Okay. Gruppiert sich neu. Alles klar, wunderbar. Wie geht's euch so? Und so. Oh, gut, man kann nicht klagen, kann man sagen. Sind aufgebrochen, die Soldaten. So, wo sind sie denn? Wo laufen sie? Ja, wo laufen sie denn? Wo laufen sie denn? Da. Da marschieren sie. Nee, das sind nicht die Soldaten. Wo sind denn unsere Soldaten? Die guten? Augenblick mal. Sind das unsere Soldaten? Gruppe, Augenblick. Die haben das Update kaputt gemacht. Das sind doch nicht unsere... Wo sind denn hier die Helme? Keine... Ne, und keine Uniform und nix. Wir sind doch hier nicht so... Einfach so... Ne? Das sind ja so... Hey, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. So, was haben wir hier los? Was ist hier los? Warnung? Mein Arbeitsplatz ist vollgestopft. Ja gut, das wissen wir jetzt. Da können wir nichts dran ändern. Ich kann da nichts dran... Ich kann nichts mehr machen. Gerade ein bisschen schlecht. So, aber wie gesagt, Weizen... Die Brote, guck mal hier. Die Brote, das läuft auch. Das läuft auch. 29 fehlt es an. Wird aber weniger, ne? Wir hatten schon über 30, glaube ich. So, das muss erstmal so laufen. Ich kann den echt nicht hier wegnehmen. Oder soll ich da noch einen hinbauen? Da hinten mitten rein. Aber ich meine, hier ist ja auch so massig Platz, ne? Und hier, das ist auch unheimlich viel Platz, wenn ich hier oben noch einen hinbaue. Landwirtschaft. Landwirtschaft, die Landwirtschaft. So, das nehmen wir alles mit hier. Alles nehmen wir mit hier. Bau, ne, pflanzt das überall hin. Wir machen noch einen. Wir bauen noch so eine Weizenfarm.
Wir hatten gerade mal 100. Jetzt haben wir die leider nicht mehr. Wo machen wir es denn hin? Nicht so dicht zusammen, ne? Da oben mal hin. So. Was haben wir jetzt noch? 2 neue Dorfbewohner. Sehr gut. Sehr cool. Sehr schön. Das ist doch, ne? Das doch. Wie gesagt, das funktioniert. 2 ungewöhnliche Kleidung. Können wir auch ungewöhnliche Kleidung bauen? Nähen? 198, das wird schon jetzt, ja, so langsam knappern wir am Vorrat. Aber ich meine, ich finde das aber so ein bisschen kurios, jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben 1, 2, 3, 4 Schneider, ne? Und da hockt, gut, ist einer drin, ne? 4 Schneider und gut, 4 Leute, ne? Das sind die Webereien. Das müsste sich dann mal ausgleichen, ne? 2 und 2 sind 4. Warum ist da in diesem Riesenhaus, in so einem mördergroßen Haus, ist nur ein Schneider drin, ne? Da ist auch mehr Platz als einer. Da passen auch bestimmt 10 rein. Da muss aber überarbeitet werden hier. Also das ist ja... Ne? So, genauso ein Bäcker. Gut 2, ne? Bäcker, okay. So, was ist mit dem hier? Läuft. Pass mal auf, wir haben doch hier oben die Bauernhöfe. Lass uns die mal durchchecken. Checken wir kurz mal die Bauernhöfe durch. Beliebtheit, Produktion. Ach nee, brauche ich ja nicht. Was, ein Wohnhaus ist fertiggestellt. Aufgabenliste haben wir ja sowieso nicht. Doch, haben wir. 5 Soldaten wegsenden. Arbeitsplätze, da. Lass mal kurz gucken. Hm. Hölzerne Backfield. Nee, 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 nee. Lagerhaus. Dir, fehlt, da fehlt jemand. Jetzt, ach siehst du, da fehlte uns jemand. 45 Brote. Nun geht das nach oben. So langsam geht es nach oben. Hier, Schatzkammer, da fehlen uns echt Leute. Wir müssen, glaube ich, vielleicht da wirklich mal jemanden reinschicken, der uns hier... Wie viele Arbeitslose haben wir denn hier? Oh, doch, ein Teil, ne? So, da, da, da. Vielleicht brauchen wir die wirklich, dass die unsere... die Schatzkammer beschützen, dass sie uns da nichts rausklemmen. Kann ich mir vorstellen, also, ne? Mal angenommen, also kann ich mir echt vorstellen. So, Steine haben wir ohne Ende. Lass uns hier auch nochmal Steine reinpacken. Steine, wo sind sie denn da? Steine. Packen wir hier auch nochmal Steine rein. So, Schneiderei, da fehlt uns jemand. Hier. Da fehlt uns ein Schneider. Ist nicht zu fassen. Steinmetze, die haben wir rausgenommen, ne? Da brauchen nicht mehr so viele arbeiten, weil wir so viele Steine haben. Weizenfarm. Da lassen wir nochmal einen reinnehmen. Da. Ich brauche das gar nicht anklicken. Brauchen wir nur da machen. So. Benutzt das doch, wenn das einfacher ist. Deine Soldaten sind von der Mission zurück. Hoffentlich, wie gesagt, sind sie alle am Leben. Ich hoffe das mal. Und ich bin mal gespannt, was da noch so passiert, so in den folgenden Updates, was da so alles noch reinkommt. Weil wenn wir hier die Burgfriede haben hier, ne, und Soldaten da drin haben, die werden ja sicherlich, die werden ja nicht umsonst da so, dass wir da umsonst da irgendwie halt eben Wachleute haben. Die werden ja so sicherlich unser Dorf beschützen müssen vor irgendetwas. Ob das jetzt ein, keine Ahnung, hier Räuberbanden sind oder was der Geier. Deswegen sind sie ja da. Und ich denke mal, wie gesagt, dafür sind die Jungs ja da. Ich denke mal, sowas wird auch irgendwann kommen. Gehe ich von aus. So, wo sind sie jetzt? Da sind sie wieder. Siehst du? Wusste ich doch. Da, eingeschüchtert, laufen ganz dicht zusammen. Haben sogar Angst, nach Hause zu gehen. Nicht doch, du, das ist nicht zu fassen. Gebäude fertig, schön, Weizenfarm. Da oben ist eine Weizenfarm, da ist sie. Zack. Keine Leute. Wollt ihr helfen mit was? Früchte. Wir haben 50 Früchte. Wir haben selber... Nee. Ich wollte gerne Leutchen hier. Also, ne? Also, Die sind wegen Sonnenschein da. Meinst du das? Ach, hier sind noch 2 neue Dorfbewohner. Was? Da. Kohle, Flammen, da ist sie. Plus 10. Wir haben jetzt 100. 20 Wein, dieses Rauschen, das ziehen sie uns gleich sowieso ab. Das wollen sie sowieso kaufen wie die Wahnsinnigen. Die kleinen Spredis hier, ganz schlimm. Und ein freies Territorium. Ach, pass mal auf. Territorium. Mal Pause machen, ne?
Territorium. Ich müsste mal gucken. Pass mal auf, was haben wir gesagt? Sollen wir das wirklich hier oben raufbauen? Naja, was wir haben, haben wir, ne? Ich meine, wir können das auch noch kaufen, ne? Naja, was wir gekauft haben, haben wir gekauft. Wir bauen das. Sollen wir das wirklich hier drin? Sollen wir das machen? Oh, vielen Dank, Katal, für dein Abo. Vielen Dank. Pass mal auf, Weizenfarm. Wir brauchen Leutchen. Wo sind die denn? Da ist der. Ne, pass mal auf, das machen wir mal raus. So. Das war ein Händler, oder nicht? 100% ein Händler. Da hinten kommt auch noch jemand. Das ist ein Händler. Dicker Rucksack, das ist ein Händler. Was ist. Da sind sie, die beiden. Aha. Kommt ruhig in unsere Nähe. Ihr dürft gleich ein bisschen auf der Farm arbeiten. Auf unsere kleine Farm da oben. So, seid ihr da? Ja, die sind da. Super. Jetzt können sie da oben arbeiten. So, ran an die Buletten, Freunde. Cheering. Ich habe immer noch nicht genau begriffen, was das genau ist. So, da wollen wir nichts machen. Da, nee, das läuft schon. Da werden wir nichts zerstören. Wir haben 22 Brote, 14 Klamotten. 76 ist die. Ist ja der Hammer. Aber es ist ein Rauf und Runter. Ich glaube, es ist ein Lottospiel hier, ne? 156. Was ist hier denn los? Ja, der Arbeits... Der hier oben, ne? Der fühlt sich so ein bisschen... Leute, latsch mich nicht ständig hier rum da. Ich kann gar nicht arbeiten. Die Schreiner haben auch 94 Brettware. Ich weiß nicht, wir verkaufen auch nichts, ne? Ne, mit dem Leder. Keine Ahnung, was wir mit dem Leder machen sollen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht kriegen wir echt nochmal, dass wir eine Schneiderei oder dass wir in der Schneiderei später noch die Klamotte aussuchen können, was die machen sollen. Ob die einfach jetzt, eine einfache, die machen ja im Moment nur, warte mal, was ist das hier? Gewöhnliche Kleidung. Ich denke mal, das wird noch kommen, dass man beim Schneider noch umbestellen kann von gewöhnliche Kleidung auf, jo, ne? Die Spezialklamotte. Also jetzt, ne? Gehobenen Anspruch, die mit Taschen zum Beispiel, ne? Vielleicht wird das ja was. So. Wie weit ist das hier? Ihr seht aus. Wachsen. Das ist doch nicht alles, was ihr gesehen habt, Freunde. Ihr wollt mich doch jetzt verkohlen, oder? Ich hoffe, das wird noch besser. Ich hoffe, das wird noch besser hier. Also im Moment, das hält sich gut hier, ne? Klamotten und Brot, das hält sich im Moment ganz gut. Das behalten wir so mal. Was bist du hier, maulig? Kunigunde, was ist los? Was ist hier gerade nicht immer, was ist hier gerade so im Argen? Wenn ich wüsste, was du an Nahrungsmittel, Fisch ist, glaube ich. Wenn ich wüsste, was ist, ne? Was ist, dann würde ich ja sagen, okay, da klemmt das. Jetzt haben wir nur hier Nahrung und der sagt hier zwei Stück. Keine Ahnung, was das zweite ist. Ich weiß es nicht. Zuhause anzeigen. Hast du ein Zuhause? Da wohnst du? Da wohnst du nicht. In der fetten Hütte? Aha. Das ist Luxus. Aha. Nun sind wir der Sache auf. Dafür brauchen wir aber ein Kloster. Damit wir Honig rankriegen und hier die Kräuter, ne? Waren. Dienstleistungen. Nun sind wir der Sache auf den Grund gekommen. Aha, du weißt mir, was es ist. Alles klaro. Grundbedürfnisse sind gestillt. So, hier. Luxus. Das ist das, was sie brauchen, das sie haben wollen. 24 Dorf fehlt es an
Das ist sowieso ein bisschen rauf und runter, ne? Aber das geht im Moment. Im Moment geht das echt gut. Finde ich selber. Lob dich nicht so hoch. Wer hoch lobt, der kann tief fallen. Oh, wie war das noch? Irgendwie so, ne? Ich hoffe, wir haben hier alles... Haben wir noch irgendwie Arbeitslose? Nein. Oh doch, da ist zwei Arbeitslose. Zufriedenheit ganz schlecht. Warum? Warum ist die Zufriedenheit schlecht? Was ist los? Na, nun kommt das hier aber langsam, ne? Ja, siehste, guck mal einer an. Dienstleistung kriegst du auch. Das ist noch das Fußvolk. Die dürfen noch gar nichts, sozusagen. Was? Warte mal, das haben wir doch... Können wir mal wegklicken hier, ne? Ich wollte gerade sagen, ein Wohnhaus wurde ausgebaut. Aha, sehr schön. So, wie gesagt, ich würde mal sagen, ran ans Kloster, ne? Da können wir noch Soldaten zuweisen. Aber wie mache ich das? Bin ich das hier? Ne, hier geht's nicht. Wartungskosten, ne, wir wollen hier nicht... Bietet dem Dorf Schutz. Ja, vielleicht habe ich das Teil auch ein bisschen übertrieben gebaut, ne? Wir hätten das vielleicht ein bisschen aufteilen sollen in der Stadt, dass überall so ein Ding ist. Aber ich denke mal, wenn das kommen sollte, wenn irgendwo so mal so ein Update kommen sollte, dass die Sachen mit reingepatcht worden sind, dann befürchte ich fast, dass wir nochmal neu anfangen müssen. Drei Köhler? Drei Köhler, gut. Wie war das mit Kohle? 23. Die Hirschis-Geschichte, ne? Die ist ein bisschen knapp. Wo haben wir den Jäger? Da ist ein Jäger, ne? Ein Jäger zugewiesen. Ja, Leder haben wir ohne Ende. Also Leder können wir uns totschmeißen mit. Wenn ich mal wüsste, wann der... dass wir irgendwas mit Leder machen können. Das wäre echt nicht schlecht. Weil wie gesagt, 188 Leder, ne? Ist schon eine Hausnummer, ne? Guck mal hier, Wein ist schon weg. Den Wein haben sie schon ausgesoffen. Gerade mal 10 Wein gehabt, gleich weg. Da reißen sie sich richtig drum. 171 hier, das wird aber knapp, ne? Na, knapp, knapp, aber, ne? Wird weniger. Aber wir brauchen ja Klamotten. Oh, ja. Werkzeuge, 100 Werkzeuge haben wir. Da können wir ruhig mal was von verkaufen. Wir müssen ja ein bisschen Einnahmen machen hier, ne? Ein bisschen was Einnahmen, Ausgaben. Nee, jetzt wollen wir gar nicht drauf gucken. Wir wollen hier handeln. Handeln, handeln. Und zwar Werkzeuge. Wo war das hier oben da? Ich würde sagen 100 Werkzeuge. Ich würde mal sagen verkaufen, ne? So, verkaufen bis Wert von 20. Bis 30 können wir auch ruhig, ne? Und 30, bis 30. 100 Werkzeuge, 101. Ich wollte gerade sagen, ob das nur bis 100 geht. Aber es ist halt Quatsch, das geht ja nicht. So, das wird verkauft. Ich hoffe mal, der Händler kommt gleich. Hallo Händler, ich guck mal in die Ferne, ob da irgendwo rumläuft da. Nee, ist alle, nee, ist nicht zu sehen. Gut. Ich hoffe mal, der macht sich mal auf die Socken hier, ja? So, was war dafür, dass wir jetzt 37 FPS, 40, knapp 50, ist doch so ein bisschen ruckelig, ne? Oder? Hm. So, mein Kaffee ist kalt. Was mache ich denn dagegen? Oh, Mann, doch. Also, wenn ihr eine Runde Geduld habt, dann... Ich mach mal hier oben hin. Hier oben soll ja das Kloster hin, ne? Hier oben so drauf. Hier oben drauf. Die Göttlichen gucken immer von oben runter. Ist ja genauso wie die Sonnenschein. Das macht sie ja genauso. So, hier. Da wird das Kloster hingebaut. So hier in dem Bereich. Ungefähr so. Da, wo wir jetzt so gucken, ja? Und, ich gehe ein bisschen langsam. Machen wir ein bisschen langsamer. Langsamer. Zack. So. Ich hole mir noch ein Käffchen, Freunde. Dann bin ich gleich wieder zurück. Okay? Nicht weglaufen. Bis gleich.